So, Chris Heath jetzt bei mir nach dem 4:30 des ERC Ingolstadt nach Penalty-Schießen. Chris, du hast heute das erste Mal gegen dein Ex-Team, die Augsburger Panther, gespielt. Wie ist das Gefühl, gegen sie zu gewinnen? Es ist ein richtig schönes Gefühl. Ich habe die 2 Jahre in Augsburg genossen, aber unsere Spiele hier zu Hause zu gewinnen und dann noch gegen mein altes Team, ist etwas ganz Besonderes. Hättest du gerne einen Penalty gegen sie heute geschossen? Ja, ich habe noch nie einen Penalty in meiner Karriere geschossen bislang. Ich glaube auch nicht, dass das noch passiert. Aber wenn ich die Möglichkeit bekomme, mache ich einen Move und hau ihn rein. Der ERC hat heute nie aufgegeben und ist im dritten Drittel zurückgekommen. Das Team scheint einen guten Charakter zu haben, sonst wäre das heute ja gar nicht möglich gewesen, oder? Das Spiel hat auf jeden Fall gezeigt, dass wir viele Leader im Team haben. Im Powerplay ist nicht viel gegangen heute, aber wir haben nicht aufgegeben. Dann kam das Wahnsinnstor von Bowker und man hat gesehen, welchen großen Charakter wir im Team haben, sodass wir auch noch das Penalty-Schießen für uns entscheiden konnten. Tobias Daxinger, bei deinem Tor zum 2:1 hast du zum 16. Mal eine DL getroffen. Ist es ein anderes Gefühl, gegen einen Ex-Verein zu treffen? Also es ist immer schön, ein Tor zum Schießen. Also es ist einmal, einfach schön. Es ist egal, ob es jetzt ein Verein war, wo ich schon gespielt habe, oder ein Verein, wo ich nicht gespielt habe. Was für Erinnerungen hast du an Ingolstadt? So vom Spielen selber her ganz gute. Also wir haben damals lustige Truppen beieinander gehabt. Nette Jungs und eigentlich mehr Positives. Ihr habt 3:1 nach 40 Minuten geführt. Warum habt ihr den Sieg nicht nach Hause geschaukelt? Ja, da kommen, ich glaube, andere Personen in die Pflicht sagen. Also ich glaube, wir haben einfach einen Haufen Strafzeiten gekriegt und dadurch einfach dann das Spiel aus der Hand gegeben. Sprichst du das an, die Schiedsrichterleistung? Hast du zum Beispiel den Check von Sean O'Connor gegen Aquino gesehen? War das eine falsche Entscheidung? Und was war sonst noch fragwürdig? Ja, ich sag mal, im ersten Drittel pfeift er einfach ungefähr dieselbe Situation. Sag mal, bei uns gegen John Seiler der Check nix. Dann zum Beispiel bei mir in der Ecke Beinstellen, auf der anderen Seite Moore Chorbeinstellen. Das sind alles so Sachen. Ich will ihm da keinen Vorwurf machen, weil jeder ist bloß ein Mensch, aber am Ende vom Tag ist einfach ein bisschen ärgerlich. Tyler Wyman. Tyler Wyman, Ingolstadt hat eine Menge Druck im ersten Drittel gemacht. Warst du von der starken Offensive etwas überrascht? Nein, ehrlich gesagt nicht. Wir haben gewusst, dass sie zu Hause vor den eigenen Fans richtig Gas geben wollen. Wir mussten bereit sein und ich finde, wir haben diesen Sturmlauf gut abgewehrt. Sie haben beim 1:0 bei der 2-gegen-1 Situation Glück gehabt und ich denke, dass wir größtenteils einen guten Job gemacht haben. Ihr habt den Sieg und die 3:1 Führung aber dennoch nicht nach Hause spielen können im dritten Drittel. Warum hat es nicht geklappt? Wir haben viele Strafzeiten kassiert und das hat das Spiel gekippt. Da war eine 5:3 oder eine 4:3 Überzahl dabei und dann hat sich das Blatt eben gewendet für den ERC. Es war heute auch das erste Penalty-Schießen für beide Teams. Chris Barr vom ERC hat 2 gegen dich reingemacht. Waren die Penalties von ihm zu gut? Nein, es waren 2 gute Schüsse und ich habe versucht, sie zu halten, aber das hat viel mit Glück zu tun. Und Ingolstadt hat dieses Glück am Ende gehabt. Es war dein erstes Derby in Deutschland. Wie hast du die Fans von beiden Teams erlebt und warst du deswegen vielleicht auch noch motivierter als sonst? Nicht wirklich. Bei mir ist jedes Spiel gleich. Ich habe zwar gehört, dass eine große Rivalität herrscht zwischen beiden Teams, aber bei mir ist kein Spiel besser oder schlechter als das andere. Jede Partie ist wichtig und da mache ich keine Unterschiede.